Sie haben sich dafür eingesetzt, gute Beziehungen zu Russland herzustellen. Sie kennen den Präsidenten Putin, kennen Sie persönlich sehr gut. Heute sagt man, das sei der größte Fehler gewesen überhaupt. Wenn ich deutsche Zeitungen lese, ja, diese Ostpolitik, die reine Naivität, alles falsch. Was sagen Sie zu diesen Einschätzungen als jemand, der ja nicht aus dem Blauen herausgekommen ist, sondern in einer Tradition gearbeitet hat? Was, ja, war das alles falsch, diese Ostpolitik, die Sie da gemacht haben, Herr Schröder? Das ist Quatsch, würde ich denen sagen. Hm. Natürlich war das nicht falsch. Denn man muss auch mal die Zeit sich anschauen und die Situation in den Ländern, für die diese Ostpolitik gemacht worden ist. Und man muss mal schauen, was hat denn Deutschland, bevor die Ostpolitik kam und bevor es die Bundesrepublik gab, veranstaltet in diesen Ländern. Über Polen wollen wir reden, über die Tschechoslowakei damals, auch heute Tschechien und Slowakei, über Russland insbesondere zu reden. Das heißt, Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen ein solches Maß, ja im besten Sinne als Schuld, auf sich geladen, dass man deutlich machen musste, dass die jetzige Generation, auch die Generation wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, die den Krieg noch erlebt haben, die jetzige Generation jedenfalls an das nie wieder glaubt. Das gilt übrigens auch für die jüdische Bevölkerung in unserem Land. Das heißt, wir haben ein solches Maß an geschichtlichem Versagen, mit dem haben wir uns auseinanderzusetzen als Deutsche. Das gilt übrigens nicht nur für die Generation, die unmittelbar schuldig war, sondern auch für die künftigen Generationen. Das heißt, wer vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg und was die Folge dessen war, ein solches Maß von Schlechtem über Europa gebracht hat und über die angrenzenden Länder, der hat die besondere Verantwortung, dafür, für das nie wieder zu sorgen. Das ist das Erste. Und was das für eine Konsequenz hat, ökonomisch, vor allen Dingen aber politisch, das muss man immer wieder neu bestimmen, das ist gar keine Frage. Ich gehöre keineswegs zu denjenigen, die der Meinung sind, dass der von Russland begonnene Krieg mit der Ukraine irgendwo zu rechtfertigen ist. Ich weiß um die Konflikte, die es vor dem Krieg gegeben hat und an denen viele nicht unschuldig sind. Und ich weiß, dass man hätte andere Möglichkeiten schaffen können. Aber ich weiß zugleich, dass das keine Entschuldigung für diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine sein kann. Das muss man immer wieder deutlich machen. Gleichzeitig muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ob denn Waffenlieferungen alleine und die militärische Unterstützung der Ukraine zum anderen, ob das wirklich die Alternative ist. Was ich mir wünschen würde, ist doch, dass man die Unterstützung der Ukraine, die ich nachvollziehen kann, ob das in jeder einzelnen Frage so sein muss, ob man wirklich dafür sorgen muss, dass so weitreichende Raketen geliefert werden, die Moskau erreichen können, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sie selber in der Lage ist, ihr Territorium zu verteidigen, das ist schon in Ordnung. Aber für mich dann und nur dann in Ordnung, wenn man das gleichzeitig mit derselben politischen Entschiedenheit verbindet mit dem, was können wir denn um diesen Krieg innerhalb Europas, wir können uns doch da nicht auf die Amerikaner oder die Chinesen verlassen, die sind weit weg von uns, was können wir denn tun, um diesen Krieg, der mitten in Europa stattfindet, sozusagen zu beenden. Und er ist, wie ich glaube, militärisch kaum zu beenden, denn dass es in Russland zum Beispiel jemanden gäbe, der einfach eine Kapitulation Russlands in dieser Frage erzwingt, oder dass die Weltöffentlichkeit oder gar die Vereinten Nationen das erzwingen können, das wage ich zu bezweifeln. Also muss man doch dafür sorgen, dass die Unterstützung der Ukraine verbunden wird mit der Aufforderung, jede Chance auszunutzen, die es gibt, um diesen Krieg zu beenden. Denn das ist doch die... Eine Frage, die ich aus dem Publikum erhalten habe, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach, war die Frage, dass
mir da geschrieben wurde, ist Gerhard Schröder von der Bundesregierung jemals angefragt worden als eine Art Unterhändler oder Vermittler aufgrund seiner Beziehungen zum russischen Präsidenten? Das sei ja eine unglaubliche Qualität, die die Bundesrepublik habe, dass man einen früheren Kanzler da hätte, der über so gute Kanäle bewegen könne. Sind Sie jemals angefragt worden oder sind Sie sofort gewissermaßen als Putin nahe, wie auch immer, gewissermaßen in die Quarantäneabteilung gestellt worden? Also, es hat niemand gefragt. Ich habe das auch nicht. Hat niemand gefragt? Nein, ich habe das auch nicht erwartet, aber es hat schon, also niemand aus der Bundesregierung. Ja. Ich habe das auch nicht erwartet, aber es gab eine Initiative. Ich bin befreundet mit einem Schweizer Verleger. Wir dürfen den Namen hier aussprechen. Ja, ja, Michael Renier. Genau. Und der hat eine Bitte bekommen aus der Ukraine, ob ich eine Vermittlung machen könnte. Und hat mich natürlich gefragt, wir sind befreundet, ob persönlich, sag mal, kannst du das überhaupt vorstellen? Das kann ich mir vorstellen, wenn das diese Anfrage kein Fake ist, um zu sagen, der Schröder will sich wichtig machen. Und muss man ja drüber nachdenken, über sowas, wenn man auf einmal über einen Dritten eine solche Frage kriegt. Dann haben wir das geprüft und dann stellte sich heraus, dass das schon Menschen waren, die eine gewisse Rolle in der ukrainischen Politik spielten. Dann haben wir gesagt, na gut, wir können das Risiko eingehen. Und meine Frau hat, weil sie jemand ist, der unbedingt, ich und ich hoffe andere auch unbedingt vertrauen, hat Protokoll geführt. Es ist nämlich dann so gewesen, dass wir ermittelt hatten, dass das die Anfrage kein Fake war. Und dann stand die Frage, wo trifft man sich? Und es war klar, dass die wollten, dass ich zunächst einmal mit der ukrainischen Seite rede. Und dann haben wir vorgeschlagen, Schweiz ist doch vernünftig. Also, nee, sie wollten kein europäisches Land und haben stattdessen Dubai vorgeschlagen. Dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, Dubai. Aber es gibt die Türkei, der dortige Präsident, wie immer man seine Politik einschätzt, hat zu beiden Ländern gute Beziehungen, zur Ukraine und zu Russland. Kann man sich da treffen, um mal zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und dann hat er seine Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben uns dann in Istanbul getroffen. Und von der ukrainischen Seite kam jemand, der heute Verteidigungsminister ist, Herr Umarov, der aus der tatarischen Minderheit auf der Krim stammt und der damals Parlamentsmitglied war. Einfaches Parlamentsmitglied war. Und wir haben uns dann in Istanbul getroffen und haben geredet über, was könnten denn Lösungsansätze sein. Und es gibt eine Reihe, etwa 5 Punkte, die wir diskutiert haben damals. Also zunächst, was ist mit Donbass zum Beispiel? Da war für mich klar, es muss im ukrainischen Staat bleiben. Was ist mit Krim? Das ist eine problematische Frage für insbesondere die Russen. Wir haben dann diskutiert, gibt es eine Lösungsmöglichkeit, die nicht sofort entschieden werden kann, sondern wo man nach Südtiroler Vorbild, wenn Sie das erinnern, hergeht und sagt, ist zurzeit nicht lösbar, aber vielleicht auf der Zeitachse lösbar. Und Frage ist, was ist mit NATO? Es war klar, die NATO an der russischen Westgrenze ist für die Russen kaum akzeptabel. Also eine Reihe anderer Probleme ebenso. Und wir haben das dann diskutiert und ich habe das dem russischen Präsidenten unterbreitet. Und er hat damals einen seiner engsten Mitarbeiter gebeten, mal zu überlegen, ob man diese Verhandlungen nicht weiterführen kann. Und ob es daraus nicht machbar ist,
eine Möglichkeit zur Schaffung von Verhandlungen über Frieden zu finden. Das ist damals nicht gelungen. Warum eigentlich nicht? Aber das ist, wie nahe stand man, da gibt es ja verschiedene Theorien, wie nahe stand man eigentlich damals im April 22 an einer Einigung? Ich hab das für möglich gehalten, aber ich will da niemanden diffamieren, das soll man auch nicht in der jetzigen Situation, aber mein Eindruck ist, dass die russische Seite natürlich entscheidungsfähig war, die ukrainische nur begrenzt. Weil die schon, das war mein Eindruck, ich will da niemanden diffamieren, aber ich glaube, der ist nicht ganz falsch, weil die natürlich nachfragen mussten, wie sieht das denn bei dem Hauptunterstützer politisch in Amerika aus? Und da hat es offenkundig Probleme gegeben, ebenso in England. Also das ist dann nicht weitergeführt worden, zu meinem großen Bedauern. Das war ja eine Zeit, in der viel Blutvergießen hätte vermieden werden können. War das eigentlich aus Ihrer Sicht, Sie kennen den Präsidenten Putin, Sie schildern ihn in Ihrem Buch, auch diese ganz bedeutende Rede vor dem Bundestag 2001 von Putin vorgetragen, auch auf Deutsch, in der Sprache von Schiller und Goethe, wie er damals sagte, ist dieser 22. Februar 2022, ist das sozusagen der Bruchpunkt, also der Kapitalfehler? Weil das ist ja für viele, gilt das ja als unumstößlicher Beweis, dass Putin sich gewissermaßen zur Kenntlichkeit entstellt habe. Seht her, jetzt haben wir ihn, das ist der Autokrat, das ist der Diktator, jetzt wollen die Russen wieder die ganze Sowjetunion erobern. Das ist ja die große Erzählung, die wir in den Medien haben. Und jeder, der da mit Putin diskutiert, sieht sich da schon ins Zwielicht gesetzt. Wie haben Sie auf diesen Einmarsch reagiert? Ist das der Fehler? Was ist Putin? Was will er? Wie haben Sie dieses Rätsel entschlüsselt? Also, dass der Einmarsch und der Krieg überhaupt ein Fehler war und ist, das lässt sich doch kaum bestreiten. Und hat er sich das selber auch, eingesehen? Nein. Also, wenn Sie sich ein Gespräch so vorstellen, dass er sagt, Gerd, du, ich weiß, dass ich da Blödsinn gemacht habe. Also, das ist einfach nicht so. Sie können auch nicht erwarten, dass der selbst jemand, der eben freundschaftlich verbunden war und ist, sozusagen sagt, also, muss man ja nicht so krass ausdrücken, wir sind diejenigen, die das vor allen Dingen verursacht haben. Es gibt eine Reihe von Gründen, die auch mitverantwortlich sind, keineswegs allein verantwortlich, die auch im Westen zu suchen sind. Aber die Hoffnung war wenigstens, dass daraus auch auf Regierungsebene Folgen entstehen, das, was man an militärischer Unterstützung macht, auch aus Europa heraus, und da spielt insbesondere natürlich Frankreich und Deutschland eine entscheidende Rolle, die EU-Kommission, die kann man vergessen in solchen Fragen. Es ist einfach so. Da hätte ich die Hoffnung gehabt, dass man gerade in Frankreich und Deutschland beide zusammen entschiedener sind. Was können wir denn auf dem Verhandlungswege erreichen? Ich kritisiere nicht oder nur wenig die Position, Waffenlieferung und so weiter. Ich hätte schon die eine oder andere Frage, die betrifft Raketen, die also Moskau direkt. Moskau treffen können, klar. Ja, so. Aber gut, was ich vermisse ist, das ist viel entschiedener, ich sage es noch einmal, es ist ein Krieg, der mitten in Europa stattfindet, viel entschiedener, als das gegenwärtig der Fall ist, gedrungen werden musste, neben der Hilfe für die angegriffene Ukraine zu sagen, wir müssen das verbinden mit ernsthaften Verhandlungsangeboten und Möglichkeiten, dem Eruieren von Möglichkeiten. Und das muss auf der Ebene von Regierung geschehen. So jemand, der mal Regierungschef war, der kann das gar nicht leisten. Nicht mal der eigentlich ja auch verantwortlich wäre der UN-Chef. Ja. Und selbst der kriegt das nicht zu Wege. Ja. Das heißt, es kann nur ausgehen von Europa selbst. Und da haben wir dann das Problem, obwohl die ja nun nicht mehr Mitglied sind,
dass die Engländer eine dezidiert andere Position hatten und gegenwärtig man nicht das Gefühl hat, dass die zentralen Regierungen in Europa massiv darauf drängen, das, was sie an Unterstützung mit der Ukraine machen, was ich nachvollziehen kann, auch wenn ich andere Auffassungen in der einen oder anderen Frage habe, zu verbinden, auch mit dem deutlichen Hinweis an die Ukraine, nicht nur an Russland, an die Ukraine, dass man interessiert ist an Verhandlungen über die Beendigung des Krieges. Und natürlich haben wir auch noch ein paar andere Aufgaben, als Waffen an die Ukraine zu liefern und die zu bezahlen.